Wow, 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 wow. Katharina, du könntest dich mal lähmen. Ja, da steckt man so viel Zeit und Liebe in deiner Ausbildung und dann so etwas. Okay, ich hoffe mal, dass die den Kopf noch aufsammeln konnte, wenn wir schon so zersplittert hätten. Haben. Oh mein, ich muss immer irgendwie grundsätzlich an dieses, an diesen Explosionsschuss von Sekwit denken, von der Waldelfe. Genau. Die hatte das ja drauf. Oh ja. Jetzt wäre ich gerade zwischen die Front geraten. Katharina! Gerne dieses Barrett 90, weil man damit einen höheren Grundschaden hat und somit ist auch der Explosionsschuss und die normalen Schüsse einfach, also diese Combo-Moves, die wirken dadurch auch stärker einfach nur. So kann man es echt darlegen. Gut, ich glaube, das müsste auch reichen an Wut. Müssen wir jetzt nur warten, bis Katharina dir online ist. Hier können wir uns noch mal ein paar Heiltränke und so weiter holen. Den Kanon umgedreht, den noch mal umgedreht. Ein bisschen Gold haben wir erhalten. Shane, da ist sie wieder. Wie sieht's aus? Hast du noch Heiltränke? Jo, hat sie, aber gut. Hui. Also Katharina, wir werfen jetzt diese Münze dort in den Brunnen. A wishing well. They used to throw old coins into the water. So here's an ancient coin. Let's make a wish. Ja. So, die hätten wir. Also, man sollte dort nicht direkt am Brunnen stehen bleiben. Das habe ich auch schon gelernt. Sondern man sollte wirklich den Weg nach außen wieder suchen als Fernkämpfer. Sonst ist man nicht gearscht. Denn da kommen wirklich ganz viele von diesen kleinen verdammten Arschgern raus. Und wenn man dann da halt so überrascht wird, ist it's not quite what I had in mind. So toll. So, 24 Gegenstandsverteidigung. Okay, das bringt uns nicht viel mehr. Und hier haben wir Waffenöl. Das brauchen wir gleich noch. Mehr ist hier eigentlich nicht. Wir haben da bloß die Münze der Harpy auf den Kopf geworfen und damit ihren Zorn ja heraufbeschworen, so dass sie jetzt voller Zorn uns angegriffen hat. Gut. So viel da sei dazu gesagt. Jetzt gehen wir hier nach oben rechts. Genau, das ist die obere Kante der Karte. So muss das sein. So sieht das gut aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie wunderbar. Oh, hier ist sogar eine Kiste. Mit einem Schuss zerschossen, ja. Das ist halt diese gute panzerbrechende Munition. Zum Glück müssen wir uns die nicht kaufen. Wir haben ein Hollywood-Endlos-Magazin. Okay, Vogelscheuche. Sieht schon bedrohlich aus. Sollte man auch so handhaben, dass man da jetzt nicht gerade der auf dem Schoß
guckt. Oder sich nicht gerade noch der auf dem Schoß setzt. Das ist, trifft wohl eher. Denn dort startet gleich ein kleineres Event. So, Katharina, du hast gerade was aufgehoben gehabt. Kritischer Schadenbasis. Okay. Nutzen wir jetzt einfach mal die beiden Pistolen und hoffen mal, dass wir damit gut zu Patte kommen. Ominöse Vogelscheuche. Komm her. Dort haben wir jetzt einen neuen Zettel auf unserer Karte. Oh ja. Ich hoffe, dass das Paletten. Das ist unser erster Treffer. Und solange wie dieses schön benannt ist, können die gar nichts. Go to hell! Bam! So geht das, Mann! Childhood trauma to cope with, right? The best way to fight your demons is to beat them senseless. Ja, genau. Uhuhui. Also ihr habt gesehen, so kämpft man gegen Vogelscheuchen. Immer schön rennen und dann immer ein, zwei Schüsse setzen. Uhui! Gold! Wir sind reich! Goldtruhen! War ja überhaupt gar nicht knapp, ne? Das war ja lachhaft. Lachhaft. Also ich weiß gar nicht, wer da so sich gefreut hat. Also es war ja abzusehen, dass wir gewinnen. So, okay, und hier war nichts weiter. Und wir haben unseren Boni erhöht. Also jetzt können wir uns was aussuchen. Und ich glaube, wir nutzen jetzt doch mal die zweite Chance. Ich hoffe mal, dass das hält, was es verspricht. Also da steht ja zweite Chance. Na, sollte man sterben, dass man dann gleich noch eine zweite Chance erhält. Und ja, ich hoffe, dass es dann wirklich das verspricht, was es hält. Also das hält, was es verspricht. Ich wurde ja schon von diversen Sprüchen in Videospielen gerne mal an der Nase rumgeführt, wie zum Beispiel Unsterblichkeit. Also unverwundbar, ja, unverwundbar. Ihre Einheiten werden unverwundbar für einen Zeitraum von 5 Sekunden, ja. Arsch. Alter, 169 Damage. Was ist das aus? Ob wir später so eine Gatling bekommen, das wäre ja Hammer. So, Van Helsing Style. Oh, doch, das sieht doch schon gut aus. Ach du Scheiße. Was braucht Kinder für Flammensäulen? Jetzt gerade so abberaumende Damage. Scheint es zumindest. Hey! Zweischneidiges Schwert. Gut, und hier runter geht's auch noch. Jo, da runter geht's. Oh, hier ist noch eine Leiche. Gleich mal schänden. So. Nein, haben wir natürlich nicht geschändet. Und jetzt hier noch die Nordkante, die letzte.
Ach Mann, da war leider gerade keine mehr. Wobei so eine die Schnellpistole ist gerade so. Aber ein Gewehr wäre mir trotzdem lieber. Damit fühle ich mich nicht so wie so ein Cowboy, sondern eher wie ein Monsterjäger. Ey, hier lag doch eine Leiche. Oh, ey, jetzt hätte er mir so eine epische Knarre droppen müssen. Beretta 90 oder so. Mit panzerbrechende Munition, so ein Elefantenjägergewehr. Apropos Elefantenjägergewehr, ich zeig euch, wo ihr was bekommt. Was anderes. Sehr I heard that high in the mountains, where the snow never melts. Also ich finde ja auch diese Giants live. Sometimes they come down to hunt in this forest. Ah, okay. Ja, gut, dass du diese Riesen angesprochen hattest. Also diese Fußtatzen sind schon ja, beeindruckend. Katharina, die ist ja immer so ein Ninja-Looter. Wir öffnen hier die Truhen und sie sammelt sofort alles ein. Okay, besser als wenn wir es die ganze Zeit liegen lassen würden. Ne? Aber jetzt suche ich gerade, wo ist denn der Punkt gewesen? Achso, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Das müsste irgendwo hier hinten gewesen sein. Wir müssen ja eh nochmal zu den Romas. Der eine braucht ja immer noch seinen Schädel, dass er hier Hamlet spielen kann. Sein oder nicht sein? Das frage ich den Schneepelz. Achso, das war das Ding. Und das Ding hier. Was war das? Basisglück. Kritischer Schaden. Hey, was haben wir denn? Kritischen Schaden. Hahaha. Hey, you did it. I'm as good as my word. We will make that pesky curse disappear. That's mighty kind of you. Ach, wie wunderbar. Gut, der hat uns jetzt den Professor wieder zu besprechen verholfen. Das ist, ja, der Roman, der ist eigentlich weniger ein Zauberer, der ist eher ein Logopäde. Also der hilft ihm jetzt einfach. Hin und wieder. Ein paar Sprachstunden. Genau, hier wollte ich hin. Bam! Wer kennt es nicht? In jedem guten Hack and Slay muss immer so eine Anspielung auf Excalibur sein. Und hier heißt es sogar wirklich so. Schwert im Stein. In the stone. Yo. How could you pull it out? Did it occur to you that this weapon was meant for me? Nah, you used some weapon oil. Genau. You know, Van Helsing, you almost had me there. Fand ich cool, gerade diesen Spruch. Ja, dachtest du wohl, dass die Waffe für mich bestimmt sei, ne? Wer kennt nicht die von dem König von England, ne? Artus. Ach ja, wem geben wir denn jetzt dieses Schwert? Ich bin mir jetzt unsicher, ob wir es uns geben. Müssen wir mal austesten, denn ihr seht ja hier, wir haben inaktiv getötete Feinde, 0 von 300. Jetzt muss ich mal testen. Müssen wir denn mit dieser Schneide die Gegner besiegen? Wenn ja, dann wäre es scheiße. Wenn nein, umso geiler. Denn das Schwert hatte ich im Multiplayer. Das ist ein Zweihandschwert, das zeige ich euch jetzt mal gleich hier. Bam, da habt das. Sieht ein bisschen aus wie Frostmourne, da fühlt man sich auch wie Arthas. Da kann man dann die ganze Zeit sagen, Frostmourne dürstet. So, aber wir gehen jetzt mal auf die Knarren und gehen jetzt auch gleich mal in den Werwolf-Bau und hoffen darauf, dass wir unser Frostmourne, unser Excalibur aufrüsten. Denn immer wenn wir jetzt eins von diesen vier Sachen erreichen, also sprich 300 Gegner getötet, 800 Gegner getötet, 400.000 Gegner getötet, dann, ja, dann werden wir immer besser, immer besser, immer besser. Oder dann wird das Schwert besser. Also es levelt sozusagen mit. So, jetzt haben wir ein paar getötet. Also es levelt nicht mit. Gut. Dann geben wir es doch Katharina.